Also mich würde einfach mal interessieren, wie kommt man auf die Idee, Philosophie ist ja etwas zum Denken, das jetzt in Farbe, in Gegenstände umzuwandeln? Das ist doch sehr schwierig. Gab es da ein Fundamentalerlebnis so? Na, also Fundamentalerlebnis ist übertrieben, aber ich habe von Cassirer gelesen, die Philosophie der symbolischen Formen. Und der Titel dieses Buches hat mich schon angesprochen. Mein künstlerisches Interesse und mein philosophisches Interesse, beides in diesem Begriff Formen, waren zusammengekommen. Ich komme ja eigentlich von der Kunst her, habe Malerei und Grafik studiert. Und dann waren es aber noch andere Punkte, die mich dahin gebracht haben. Für das Museum in Bautzen hatten wir eine Ausstellung mit vielen schönen Grafiken von Bonaventura Gianelli zur Göttlichen Komödie von Dante. Die wollten wir da zeigen. Man versteht den Inhalt aber nur, wenn man ein bisschen weiß, was da los ist in diesem dicken Buch. Und da kam ich das erste Mal auf die Idee, ich baue einfach ein Modell, das diese Grundstruktur dieser genialen Dichtung aus dem Mittelalter zeigt. Von der An dem Modell Hölle. kann man das dann erklären und versinnbildlichen Genau, sozusagen. das ist eine einfache Illustration gewesen, räumlicher Art. Und dann kamen noch Modelle dazu, die interaktiv sind, wo man also was machen kann, wo man was drehen kann oder einen Spiegel hinstellen oder Musik erklingen lassen kann. Und dann bin ich sozusagen einmal habe ich einmal Blut geleckt sozusagen, und dachte, Mann, das machst du jetzt weiter. Und dann ergab sich, dass der Mai Kosang die Idee hatte, die Oberlausitzer Denker zu popularisieren hier in der Gegend, dass Leute hierher kommen, sich damit beschäftigen. Und da habe ich mich eingeklinkt und habe gesagt, solche Modelle könnte man dazu bauen. Das Und war Jakob wie Böhme macht zum man das Beispiel. jetzt? Wie entwickelt man jetzt an einem Philosophen so eine neue Idee? Setzt man sich da in den Garten und sagt sich, ich habe da was gelesen? Oder braucht man da einen besonderen Faden, dass es dann irgendwie weitergeht? Wie Also funktioniert das? Lesen muss man natürlich, dass man Ganz klar. weiß von dem Menschen ein bisschen was, möglichst auch Originalliteratur, also Primärliteratur. Da habe ich mich bemüht, bei jedem wirklich Primärliteratur zu lesen, nicht nur über die Denker. Natürlich nicht alles von allen, das ist klar. Und dann wartet man beim Lesen, ob einen eine Idee anspringt oder nicht. Oder man geht durch die Werkstatt und sieht so die verschiedenen Dinge, die dort rumliegen. Oder man geht auf den Flohmarkt Okay, und dann kriegt und man was auf in der einmal Hand ist dort und irgendwie eine komische aha. Kugel und dann denkt man, ach, da genau das ist das, was ich hier für den brauchen könnte. Oder da verkaufen die alte Prismen, rechtwinklige. Und dann hatte ich irgendwann mal gelesen, da kann man Umkehrbrillen draus bauen. Und Das waren die Brillen, die wir vorhin da genau, ausprobiert das waren haben. diese Brillen. Ah, sehr schön. Und wenn es zündet, dann läuft das dann wie manchmal fällt einem auch nichts ein. Und dann ist es natürlich schwierig. Dann wird es meistens nur eine mehr oder weniger bessere Illustration, dass Der man halt. Philosoph in der Lehre sozusagen. Man hat ihn noch nicht, oder Sie haben ihn dann noch Genau. nicht gegriffen sozusagen. Es gibt auch Modelle, die, weil Sie jetzt gerade sagten, leere Räume, das Klangei und das Spiegelhaus, das sind ja Räume, die eigentlich leer sind. Die Räume habe ich eigentlich gebaut, bevor ich wusste, welchem philosophischen Hintergrund ich das zuordne. Die habe ich der verschiedenen Effekte wegen gebaut und dann ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, aha, das passt doch genau zu diesem oder jenem, zu Bonaventura oder zu Martin Buber. Also Und eine also Wahrnehmung, irgendetwas, wie funktioniert was, und dann ja. gibt es dazu auch eine Beschreibung irgendwo in der Philosophie, dann auch mal so rum Ja, gespielt. ja, ja. Also meistens lese ich erst und mache dann. Ja. Aber manche Sachen habe ich, zum Beispiel diese Pilze von William von Ockham, die habe ich immer im Urlaub gesammelt, einfach weil die so schön waren, diese Baumpilze und diese Ja. verschiedenen Formen haben, obwohl sie alle ein Typ sind. Und als ich dann beim Lesen, ich bin dann chronologisch vorgegangen, so im Mittelalter angelangt war, da fiel mir diese Sammlung wieder ein. Die baust du hier daneben, weil Ockham hat gesagt, es gibt nur Einzeldinge, nur einzelne Pilze. Und da hatte ich die schon. Also das geht Schön. ganz unterschiedlich. Da hatte das dann wunderbar zusammengepasst. Ja. Wunderbar. Mich So. interessiert mehr eine praktische Frage. Und zwar, ich bin voller Bewunderung, wie filigran die Modelle gefertigt sind. Wie lange haben Sie denn da dran gebaut? Nun, das sind also insgesamt, also im Laufe von etwa 10 Jahren, von 1900,
98, 99, da sind die ersten Modelle entstanden, bis so 2007. Natürlich hatte ich nicht ständig Zeit. Es gab auch Zeiten, wo ich arbeitslos war, da konnte ich viel Energie reinstecken. Als ich dann aber im Museum Bautzen angefangen habe zu arbeiten, dann hatte ich immer nur noch einen Tag pro Woche Zeit, dann wurde es weniger. Aber naja, man muss natürlich viel, viel Zeit reinstecken. Ich kann aber nicht sagen, wie lange so ein Modell dauert. Das ist ganz unterschiedlich. Wenn jetzt Schüler kommen, die gehen ja mit den Dingen nicht unbedingt so vorsichtig um. Tut ihnen das nicht ein bisschen weh, wenn man da so probiert? Da kenne ich ein gutes Mittel. Wenn ich entdecke, irgendwas ist kaputt gegangen, dann wird es sofort repariert. Und dann ist der Ärger nur für ein oder zwei Stunden. Aber es passiert erstaunlich wenig, muss ich sagen. Das hätte ich früher nicht gedacht. Dass die Leute sich doch, also nicht nur die Schüler, auch die Erwachsenen, ne, es ist bis jetzt auch nie so eine Umkehrbrille geklaut worden. Da dachte ich, na, die sind in 3 Wochen sind die weg. Keiner will durchs Leben stolpern. Es geht immer mal ein bisschen was kaputt, aber das geht erstaunlich gut. Herr Schollmeier, mich würde wirklich mal interessieren, was Sie an der Philosophie im Allgemeinen so anspricht, so interessiert, wieso Sie dafür so brennen, obwohl Sie was anderes gelernt haben. Naja, also ich kann eigentlich gar nicht verstehen, wie das jemand anders nicht so geht, muss ich sagen. Weil in der Philosophie, es geht um die Wahrheit, es geht um das Gute und beides irgendwie zusammen. Und wenn man das ehrlich macht, dann entsteht eigentlich auch so eine Art innere Schönheit daraus. Also dann haben wir das Wahre, das Gute und das Schöne, also die klassischen Begriffe, die irgendwie für Wert stehen. Und das kommt mir auch in meiner Person entgegen, weil ich habe auch so eine naturwissenschaftliche Seite, eine spirituelle Seite und ich komme von der Kunst her. Und das ist die ideale Art und Weise, das zusammenzubringen, ist Philosophie und eben Modellbau für philosophische Meinungen und Hypothesen, die einzelnen Leute in der Geschichte da aufgestellt haben. Also ich merke schon, es ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Es ist wirklich so ein inneres, menschliches Streben nach bestimmten Vervollkommnungen und Orientierungen. Ja, also ich mache das ja eigentlich für mich. Dass ich das, was in mir ist, an den verschiedenen Seiten und Strebungen und Interessen in eine Form bringe, damit sie integriert werden. Also der ganze naturwissenschaftliche Ansatz, ich hätte beispielsweise fast Physik studiert und Mathematik. Die religiöse Seite kommt mit dazu, das muss man ja erstmal verbinden. Ja. Und dann die Kunst, die wieder noch von anderen Arten von Irrationalitäten geprägt ist, das ist in mir erstmal so drin. Warum, das weiß ich nicht. Ich bin halt irgendwie so aufgewachsen, dass das jetzt so ist. Und ich denke, das sind ja alles Seiten, die in vielen Leuten drin sind. Und Philosophie ist eine Möglichkeit, das zu integrieren. Man muss das sicherlich nicht machen. Man kann auch ohne Philosophie leben, aber bestimmt nicht so gut. Und sterben kann man bestimmt auch nicht so gut ohne. Also das hat, glaube ich, Sokrates gesagt. Ja. Gibt es ein Philosophiemodell, was Sie besonders stolz gemacht haben woran Sie besonders gerne gearbeitet haben? Wo ich besonders stolz drauf bin, das ist vielleicht der Wittgenstein, der dort hinten steht, weil ich da eine logische Schaltung reingebaut habe. Mit kleinen Kügelchen. Ja, ich bin ja eigentlich kein Maschinenbauer und so habe ich ja nicht studiert. Aber da bin ich wirklich stolz drauf, dass das dann zum Schluss auch geklappt hat. Was mich so besonders fasziniert an Philosophen, das ist zum Beispiel der Jakob Böhme oder Henri Bergson. Also, na, da gibt es viele. Ich habe ein paar Lieblinge, aber es ist eigentlich keiner, wo ich sagen würde, ach, den nehme ich nur, weil er eben in der Philosophiegeschichte so wichtig ist. Ich denke, das macht auch die Besonderheit Ihrer Modelle dann aus, dass Sie da wirklich so viel an Engagement hineinstecken. Und das Witzige ist, wenn man, also ich werde ja öfters gefragt, welche Philosophie würden Sie denn für sich als die wahre sehen, dass ich das gar nicht mehr sagen kann. Weil dadurch, dass ich diese Modelle gebaut habe und die im Raum hier so friedlich nebeneinander stehen,
sind die jetzt auch in meinem Kopf alle irgendwie nebeneinander. Und ich kann kaum sagen, dass es einen gibt, der mir überhaupt nichts zu verkünden hätte. Also ich weiß zum Schluss eigentlich noch weniger, als ich vorher wusste. Aber das weiß ich dann irgendwie besser. Schwer zu sagen. Und jedes Modell hat seine eigenen Punkte, die es besonders beleuchtet? Kann ich das so verstehen? Ja, ich kann natürlich nicht zu einem Philosophen, nehmen wir mal Platon oder Aristoteles, die sich zu 1000 verschiedenen Fragen geäußert haben, da kann ich immer nur 2, 3 Punkte rausnehmen, die ins Modell umgesetzt werden. Und der Rest bleibt dann halt in der Schrift noch und im Text. Und es gibt ein paar von den alten Griechen, da weiß man sowieso nur ganz wenig, was die gesagt haben. Die sind nur in wenigen Zitaten überliefert. Da ist das Modell dann halbwegs vollständig. Aber umso näher man an die neuere Zeit rankommt, umso ausschnitthafter werden die Modelle natürlich. Da muss man sich halt damit abfinden, dass man immer nur einen Aspekt beleuchten kann. Ja, gibt es noch bestimmte Projekte, die Ihnen vorschweben, die Sie gerne noch verwirklichen möchten? Ja, also ein Projekt hat mit einer Lücke zu tun, die sich im 19. Jahrhundert hier aufgetan hat, nämlich Hermann Lotze. Mhm. Zudem habe ich eine besondere Beziehung, weil der in Bautzen geboren ist, und zwar 1817. Und ich arbeite im Museum in Bautzen und da wird es also dort eine Jubiläumsausstellung geben. Und der wird also nicht nur ein Modell kriegen, wie man hier so sieht, jeder Philosoph ein oder maximal 2 Modelle, sondern der kriegt richtig viel, so 20, 25 Stück. Und da bin ich jetzt die letzten 2 Jahre dran, diese Modelle zu bauen, die Texte zu schreiben. Und da habe ich auch noch zu tun und dann 2017 ist eine große Ausstellung. Und wenn ich das geschafft habe, dann machst du erstmal eine Pause, würde meine Frau sagen, aber das mache ich vielleicht auch. Aber dann habe ich hier noch im 20. Jahrhundert weiter zu tun. Also mit Wittgenstein hört ja die Geschichte der Philosophie nicht auf. Da muss noch etliches dazukommen. Also so Gott will und ich lebe, will ich das 20. Jahrhundert dann hier noch fertig kriegen. Und dann mache ich was ganz anderes. Herr Schollmeier, diese Ausstellung, das ist ja nicht nur Ihr Privatvergnügen, sondern Sie machen es auch für das Vergnügen anderer. Das heißt, Sie halten Vorträge hier, Sie machen Führungen, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Vielleicht erzählen Sie doch etwas darüber und wie die Zukunftsperspektiven sind, ob diese Ausstellungen vielleicht auch mal woanders gezeigt werden, was Sie da für Ideen, was Sie da für Pläne haben. Ja, also soweit ich die Zeit dafür aufbringen kann, mache ich gerne weiter hier Führungen für Erwachsenengruppen, wie gerade vorhin, für Schülergruppen, für Freundeskreise, also ganz unterschiedlich. Und das sind auch richtig Philosophielehrer oder Ethiklehrer? Das waren jetzt Ethiklehrer, also Ethik und Philosophie. Meistens wird ja an den Schulen mehr oder weniger Ethik gelehrt. Philosophie ist nur in ganz wenigen Schulen eigenes Lehrfach. Sie arbeiten auch mit Jugendlichen übrigens? Ja, im Museum in Bautzen mache ich Museumspädagogik. Dort. Und in diesem Zusammenhang machen Sie auch hier Führung, auch die letzten Jahre schon. Und man kann sich da anmelden? Ja, man meldet sich an, dann muss man halt einen Termin vereinbaren, wo ich kann. Und manchmal, wenn so große Gruppen kommen, brauche ich auch noch jemand Zweites, der hier mit assistiert. Da gibt es einen gewissen Absprachebedarf und dann machen wir die ganze Geschichte. Und wie wollen Sie dann das vielleicht auch mal woanders zeigen, außerhalb von Pomritz? Also es was gibt's gibt für Ideen natürlich Ideen. Ein Teil der Objekte habe ich schon immer mal ausgeliehen an andere Museen, aber das war noch nicht im großen Umfang. Das könnte man noch vergrößern. Wären Sie dazu bereit? Natürlich nicht die ganze Ausstellung, das ist klar, das ist auch schwer möglich, wer hat solche großen Räume, aber mal ein Teil, was weiß ich, die alten Griechen zum Beispiel, dann gehen die mal dorthin in einem anderen Museum. Ja, aber dann würde das Modell ja nur dann so alleine stehen und wenn Sie nicht da sind, kann man nichts mit anfangen oder haben Sie da auch Medien? Ja, also wir sind dabei, Filme zu machen, die das Ganze zeigen, auch das wäre ja auch eine Möglichkeit, wenn jetzt niemand zur Verfügung steht, der eine Führung macht, dass man sich über diese Filme orientiert, was das Modell aussagt, wie man es bedient.
Ich bin natürlich auch immer daran interessiert, dass noch andere Mitstreiter dazukommen, die mich ersetzen können. Gibt es auch was Gedrucktes? Also, wenn du kurz beschreiben willst, ist da auch etwas in Vorbereitung oder so, vielleicht ein Katalog? Wir haben eine Broschüre, in der die Texte, die hier auch an den Modellen dranhängen, vereinigt sind. Und die kann man also dann hier auch mitnehmen zur Nachbereitung. Aber das, man braucht natürlich das Original, das ist und das sind wichtig. Sie. Nein, ich meine jetzt das Original, das Originalobjekt. Wenn man es abgebildet sieht irgendwo auf einer Fläche, auf einer papiernen Fläche, dann kann man es nicht anfassen, da kann man nicht dran ziehen, da bewegt sich nichts, da kann man nichts erklingen lassen. Es ist schon sehr günstig, weil man am Originalobjekt selber hantieren kann. Und aber wenn jetzt Sie gerade keine Zeit haben, kann man da sowas mit Kopfhörern, dass man da einem jemand was vorsagt? Da sind wir dran, gerade die Texte zu schreiben. Das ist allerdings noch nicht umgesetzt, da muss man noch ein bisschen warten. Aber so eine Art Audioguide, wenn nicht für alle Objekte, so doch für wesentliche, die ist in Arbeit. Und das ist also in Vorbereitung, dass das also Teile, Objekte halt auch woanders mal gezeigt werden. Und ja, und auch für hier in Pomeritz ist es ja möglich, es kommt jemand und es ist niemand da, der eine Führung machen kann und dann steht das zur Verfügung. Sehr schön. Ich suche natürlich auch immer noch Leute, die sagen, oh, ich würde dort gerne in dieser Ausstellung eine Führung machen, ich würde mich da gerne einarbeiten. Das wäre mir natürlich auch lieb, wenn mich da jemand auch als reale Person ersetzen könnte. Bekommt dann auch Ihr Kostüm, oder? Wo ist das Kostüm eigentlich? Wie ist denn das Kostüm entstanden? Das sieht so ein bisschen wie so ein König aus. König. Woher kommt das? Ja, also Thomas Münzer ist schon besser. Also auf alle Fälle aus der Renaissancezeit. Und dieses Gewand, was Sie hier sehen, das Barett, den Ohrenklappen, das ist also typisch für die Gelehrten aus dieser Zeit. Und außerdem gehört der Mantel dazu und Strumpfhosen, Wams und so weiter. Und so sind alle Gelehrten rumgelaufen damals. Also Thomas Münzer, Luther, Melanchthon, alle diese Leute. Jeder wusste, das ist einer, der hat irgendwie studiert, sei es Philosophie, sei es Astronomie, Theologie. Haben Sie Philosophie und Astronomie studiert? Nein, also ich habe studiert nur Malerei und Grafik. Ich komme also von der Kunst und dann habe ich mich natürlich aber intensiv im Selbststudium mit Philosophie beschäftigt. Das ist im Prinzip, ist das hier mein Philosophiestudium, was ich mir gegönnt habe. Denn letztlich mache ich das vom Ansatzpunkt erstmal für mich selbst, um es zu begreifen und wenn es andere gut finden und ja, benutzen Leute können. Die waren begeistert also von den Vorträgen. Ja, dann freut mich das natürlich auch.